Hi, da bin ich wieder. Ich habe hier heute eine ganz besondere Figur, also eine ganz besondere Figurenreihe. Und zwar haben wir hier zu Warhammer 40k eigentlich grundsätzlich ein Tabletop-Spiel mit ganz vielen kleinen Miniaturen, die man aus einem Bits, Körperteile, Waffen, Zubehör auseinanderklipst, zusammenklebt, bemalt. Und dann in einem Tabletop spielt. So habe ich das die ganzen Jahre gemacht. Und dann kam Joytoy und hat einfach gemeint, Bäm, wir holen jetzt Actionfiguren raus. Und so sehen die aus. Ich habe ja schon ein paar Ultramarines ausgepackt. Die hier werde ich noch auspacken. Und jetzt habe ich ein Space Wolf. Es gibt ja verschiedene Orden. Mittlerweile sind auch die Chaos schon draußen. Aber ich spiele die Salamanders, den Orden Salamanders. Die kleinen grünen Figürchen, vielleicht weil sie mich an die Turtles erinnern, ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall warte ich noch, bis es die zu kaufen gibt. Leider habe ich bis jetzt noch keine gesehen, aber ich mag auch die Imperial Fists, die ich mir auch bestellt habe. Die sind mega teuer, vor allem wenn man wartet und sie dann irgendwo auf irgendwelchen Plattformen kaufen muss. Dann werden sie natürlich noch teurer. Ich finde es ein bisschen schade, dass Games Workshop die nicht verkauft. Also das eine Paket hat Games Workshop verkauft direkt auf der Games Workshop-Seite, aber sonst die anderen nicht. Das finde ich ein bisschen schade für die Sammler, die jetzt auf irgendwelchen anderen Seiten sich diese Figuren besorgen müssen. Ja, hier ist ein Space Marine, den gibt es auch in so einem Trupp, Fünfer-Trupp, glaube ich, war das. Es gibt Cybots mittlerweile, also so für alle, die es nicht kennen, so. Ja, sagen wir mal, ein Roboter von der Figur, so eine Roboterrüstung. Mega cool. Es gibt für die Space Wolves sogar die Wölfe, wo sie drauf sitzen. Die sehen umwerfend aus. Wenn die nicht so teuer wären, hätte ich sie mir schon alle bestellt. Die sehen einfach nur umwerfend aus. Also mega cool. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es Actionfiguren geben wird zu Warhammer. Ja. Finde ich einfach mega cool. Und ich kann mir auch vorstellen, oder vielleicht haben schon mehrere den Gedanken, ein Tabletop-Spiel mit diesen Figuren, das wäre vielleicht wahrscheinlich so ein kleines Kill-Team-Spiel, nicht so eine ganze große, aber das wäre schon mega cool. So, jetzt haben wir hier irgendwie eine Karte noch dabei. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich will mal ganz kurz schauen. Der sieht gut aus. Und da haben wir unseren Marine. Natürlich mit einem Bolter, mit einem Rückenmodul, einen austauschbaren Kopf, dass er seinen Helm auch aufhat. Austauschbare Hände, eine Bolterpistole. Ja, das war's auch schon. Und mit unheimlich vielen Bewegungspunkten. Wie viele waren es denn? Irgendwie 22, 32? Ich weiß es nicht genau. Der Maßstab ist 1 zu 18, 12 cm groß, aber steht nicht drauf. Aber es hat unheimlich viele Bewegungspunkte. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Mega coole Verpackung. Man kann immer und immer wieder sich die Figur einfach so ordentlich schön reinlegen. Wird bei mir nicht passieren. Aber für alle anderen, die sich die Figur noch einfach mal ansehen möchten und sie ordentlich wieder zurückpacken wollen, finde ich diese Lösung genial, dass wir da auch kein Werkzeug brauchen und so. Finde ich einfach perfekt. So, jetzt holen wir den mal raus. Irgendwann mache ich mal ein Video mit allen meinen Joy-Toy Marines. Sind jetzt noch nicht so viele. Ich weiß nicht, wie viele habe ich denn? 210, 11, 12 oder so, aber jetzt noch nicht so viel. Weil, wie gesagt, die sind schon ziemlich teuer und da kann man sich jetzt nicht jeden Monat mal so eine Figur holen. So, mega cool. Hier auch das Logo seines Ordens, die Space Wolves. Mega cool. Also, wenn ich die Salamanders nicht kennenlernen würde, hätte ich nach den Imperial Fists, hätte ich wahrscheinlich die Space Wolves genommen. Allein so diese ganze Miniaturen mit den ganzen Wölfen und so und dass die jetzt da drauf sitzen, finde ich einfach nur genial. So. Ja, ich zeige euch dann jetzt mal mit den. Auch hier die Taschen. Das sieht einfach nur cool aus. Ich mag die Bemalung. Ich mag dieses Matt. Ich finde es richtig cool. Ich fände es auch wirklich mega cool, wenn mal einige sagen: Ja, cool, ich gehe jetzt da mal ran und
bemale ihn noch oder gestalte ihn noch um, ob mit Green Stuff oder mit Farbe oder mit ein bisschen Bürsten oder einfach was dran machen. Oder als wenn er im Kampf schon wäre und da eine Rüstung machen. Ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, muss ich gestehen. Aber das sieht schon cool aus. Ich habe schon ein paar Modelle im Internet gesehen und dachte mir, wow. So, Bewegungspunkte. Das wird euch umhauen. Der Kopf ist natürlich beweglich. Dann hier der Arm. Das ist so ein Butterfly-Gelenk. So. Dann ist hier der Schulterpad hier ist beweglich. Dann hier der Arm. Also Ellenbogen. Dann die Hand ist beweglich. Dann in der Hüfte. Muss halt ein bisschen gucken, weil die Taschen hier auch noch im Weg sind. Das ist beweglich. Dann die Beine, soweit, die Füße. Hier Knie, der Fuß hier unten nochmal. Also wunderschön. Mega viele Bewegungspunkte. Sehr schön detailliert hier. Finde ich auch mega cool. Die Taschen, das Ganze ist auch hier so dran gesteckt. Auch hier. Sieht cool aus. Auch die Bemalung um das Gesicht, obwohl die Miniatur so klein ist, also die Figur ist eigentlich schon Miniatur, so klein ist. Sehr schöne Bemalung, auch die Haare und so, passt halt einfach. Finde ich halt mega cool. Sieht umwerfend aus, so ein Marine. So, jetzt den Rücken, Rückenmodul hier hinten. Auch hier, das ist mehr so ein Hohlraum. Das habe ich schon letztens gemerkt, das ist ein Hohlraum. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, damit nicht zu hohes Gewicht hier ist und er dann kippt. Ich weiß es nicht. Mir hätte es besser gefallen, wenn es auch hier, wie das sehr also stabil ist und ausgehöhlt. Würde mir optisch, also würde mir nicht optisch, aber würde mir besser gefallen. Aber gut, ist halt so. Hier beweglich. Da bin ich echt mal gespannt, wie die Sprungmodule dann aussehen. Auch sehr schön bemalt. Also auf jeden Fall gefällt mir sehr gut, wie die Marines halt auch sind. So. Und das sieht schon viel besser aus, gell? Sehr cool. So, jetzt geht's weiter. Und zwar, er hat jetzt, glaube ich, nichts, wo er die Pistole befestigen kann. Nein. Leider nicht. Schade. Das mit dem Messer fand ich ganz cool. Bei den anderen Ultramarines war das so, man konnte austauschen, ob man den Holder hier dran macht oder die Pistole. Und dann hat man hier einen leeren. Hier ist er schon leer, also die Option gibt es hier nicht, aber gut, ist jetzt nicht schlimm. Dann haben wir hier eine sehr schöne Bemalung mit Fernrohr und dem Logo und allem. Cool, man kann das Magazin rausnehmen. Sehr schön, da habe ich immer ein bisschen, also so Sachen, die man so kleine Sachen rausnehmen kann und so, finde ich auch immer mega cool. Also es ist echt eine coole Sache, aber ich habe Angst, dass ich dann verliere. Aber es ist echt cool, dass man das so rausnehmen kann und dann ins Magazin und also mega. So, das legen wir auch hier hin, weil ich möchte den Kopf jetzt mal, wir haben auch hier noch vier weitere Hände, die wir eben austauschen könnten. Na? Okay, das geht alles nur gleichzeitig raus. Und jetzt hier den Helm. Also, ich finde es auch mal cool, wenn man das Gesicht sieht. Auch so generell bei den Miniaturen wechsle ich auch immer wieder ab. Aber hauptsächlich habe ich meine Marines mit dem Helm. Finde ich aber ein bisschen cooler irgendwie. Das ist halt cool, dass man auch hier den Helm so halten kann. Irgendwie, zack. Und dann sieht es aus, als wenn er den Helm ausgezogen hätte. Aber wir probieren das jetzt mal aus. Boah, komme ich da dran? Komme ich an den Kopf? So, wir haben hier einmal den Kopf. Dann kann ich den gerade nochmal zeigen. Mega schick. Sieht schon gut aus. Ne? Oh, ich habe den Stöpsel mit rausgenommen. Kriege ich den jetzt hier dran? Jetzt passen nämlich die zwei Köpfe hier dran. Aber ich muss ihn hier rausholen. Oh nein. Ich weiß nicht, sollte ich da mit der Zange dran? Ich will das nicht kaputt machen. Oh, nicht, dass ich das jetzt abknipse. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen jetzt. Das wird ein bisschen kriminell. Nee, da brauche ich eine andere Zange. Ich habe Angst, dass ich es damit abknipse. Schade. Dann doch keinen Kopf austauschen. Dann
dann lege ich den Kopf einfach hier so rein. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Na, ich habe Angst, das kaputt zu machen. So gefallen mir die Marines am besten, wenn sie ihren Helm aufhaben. Finde ich einfach mega cool. So, das lassen wir jetzt aber. Schade, dass es nicht abgeht. Nee, das kriege ich so nicht raus. Okay, seht ihr, das ist nämlich dieses kleine... Oder hier vielleicht so. Warte. Nee. Okay, dann ist das jetzt so. Später hole ich eine Zange, die nicht zum Abknipsen ist, die ein bisschen stumpfer ist. Das wäre jetzt eine Katastrophe, wenn ich das jetzt hier abknipsen würde. Das wäre ein Trauma. So. Das sieht natürlich mega cool aus. Hä? Jetzt ist die Hand ab. Moment. Alles gut. Die Hand ist ab. So, und da ist der kleine Marine schon fertig. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist das Base. Einfach ein wunderschönes Base dazu. Das wäre ein Traum. Ich meine, die stehen stabil, ja, das ist okay. Die stehen wirklich sehr gut und sehr stabil. Bis jetzt auch nicht gekippt im Regal, also in der Vitrine. Aber es gehört dazu. Es gehört irgendwie dazu. Die Miniaturen beim Tabletop haben ja auch ein Base. Und deswegen würde ich es schon mega cool finden, wenn die ein Base hätten. Und dass man, meinetwegen ein schwarzes, schlechtes Base, das man aber dann gestalten kann. Das wäre ein Traum. Vielleicht mache ich das noch. Ich habe mir das ja schon überlegt gehabt, aber desto mehr Figuren dazukommen, umso mehr Base muss man gestalten. Und die hier sind ein bisschen größer als die kleinen. Aber gut, mal sehen. Mal sehen. So ganz abgeneigt bin ich davon nicht. So, jetzt haben wir hier was dabei. Schauen wir mal, was das ist. Das war nämlich bei den anderen Figuren nicht dabei. Oder doch, und ich habe es vergessen. Ich glaube nicht. Was haben wir denn hier? Achso, das ist einfach so ein Steckbrief hier. Wolfgar. Und ja, einfach nur ein Bildchen. Eine Karte wahrscheinlich zum Sammeln und kurze Informationen. Da ich aber kein Chinesisch kann, halte ich euch das mal hin. Vielleicht wollt ihr euch das übersetzen oder so. Ansonsten war es das auch schon. Eine Karte wahrscheinlich zum Sammeln oder so. Aber dann, warum war dann hier keins, weiß ich nicht. Vielleicht war da, ich glaube nicht. Ja, und dann würde ich sagen, das war es auch schon. Ein mega cooler Marine. Auf jeden Fall eine mega coole Sammlung. Ich warte nur noch drauf. Ich meine, es gibt ja schon einen riesen Cyborg und einen, da kann man die Figur noch auch reinstecken. Beim Cyborg nicht, aber beim anderen. Alle auch ziemlich teuer halt. Mal gucken, ob ich mir den hole oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Vielleicht gibt es dann irgendwann den Land Raider. Ich meine, die Wölfe gibt es ja auch schon. Motorräder gibt es auch. Wird schon eine coole Sammlung. Sehr kostspielig. Sehr kostspielig. Und sehr platzaufwendig auch. Die sind jetzt klein, aber wenn man jetzt da ganze Marines-Sammlung hat... Und Orks, genau, Orks sind ja auch schon draußen. Wobei ich muss sagen, Orks werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Die haben mir nicht so gut gefallen. Die sind nämlich sehr schmal vom Körperbau, so wie die Marines. Und Orks sind eigentlich ein bisschen breiter. Und da bin ich noch so am Überlegen. Die Chaos gefallen mir sehr gut. Vielleicht noch ein oder zwei Chaos. Aber mal sehen. Erstmal freue ich mich an die ich habe. Und vor allem habe ich die hier noch nicht aufgemacht. Wunderschönen Marines. Ja, deswegen bleiben wir erstmal dabei. Aber so ein Wolf dabei, das wäre schon, das sieht schon mega cool aus. Müsst euch das mal angucken. Was es da alles gibt, ist traumhaft einfach nur. Ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal und bis zu den nächsten Marines. Bis dahin, bye bye.